Das ging auch gut für die erste Runde. Die zweite Runde wollte ich nochmal attackieren, nochmal einen draufsetzen. Aber das Auto ist so schnell ausgebrochen, ich hätte keine Chance gehabt, das nochmal aufzufangen. Und dennoch Startplatz 3 für Frentzen. Bleibt die Frage, ob die Mechaniker den Renner genauso hinbekommen haben wie gestern.